Also wir nähern uns definitiv PlayerUnknown's an, Freunde. Konnichiwa, ihr lieben Ninjas, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde H1Z1 King of the Kill zusammen mit MG. Guten Tag. Siehst du den Guck mal. Kompass? Ja, ich denk's mir gerade. Lass mal hier unten im Camp landen. Ja. Im Camp? Freunde, wir Welches spielen hier Camp? PlayerUnknown's Battlegrounds. Hier das Ich komme gerade 210. zur Schule. Wo ist denn die Schule? nicht Schule. Jetzt bin ich ja kernverwirrt. Er spielt echt Player an uns, Freunde. Ja, nee, Kirche meinte ich. Kirche. Nee, ich bin Kirche. Alter, der Kompass wird mich jetzt in dem Spiel. Ja, wir Jetzt. spielen H1Z1. Player an uns. Jetzt war ich selbst verwirrt. Ohne Scheiß, H1 nähert sich an PUBG an. Also. Muss man ja echt mal zugeben. Hallo, kann ich mal die Shotgun bitte aufheben? Danke. Kann ich jetzt mal die Pistole haben? Warum habe ich ein T-Shirt mitgenommen? Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich. Alter, mein Fadenkreuz geht ja Läuft. mal gar. Mein Bei mir läuft Fadenkreuz einer. würde. Psch, psch, psch. Kriegst du? Ich treffe super gut. Nice. Läuft bei Ich dir? habe einmal getroffen. Oh, ich hab gleich mal die Ja, du neue hast die neue Waffe. Waffe. Ja, die hatte der Gegner auch, ey. Der hat damit mega gesprayt einfach. Ach so, du bist schon tot. Ja, pff. Ich sag doch, ich treffe super gut. Alter. Ohne Scheiß, da fehlt jetzt nur noch die Minimap. Ja. Mein Und Fadenkreuz irgendwie ist fühlt schon. sich das Spiel auch komplett anders an, zumindest bei mir. Naja, bei mir auch irgendwie. Also Freunde, wir haben Irgendwie scheinbar kriege ein ich auch Update das. verpasst irgendwie. Irgendwie. Das Zeug kriege ich schlechter. Ich habe jetzt Schaden gekriegt. Nein, nicht im Verbandskasten. Die 2 HP will ich dabei haben, so. Irgendwie fühlt sich das Spiel komisch an, Freunde. Ja. Vor allem, dass Der mein Sound hört sich auch Fadenkreuz. mega komisch an. Naja. Und eine neue Laufanimation ist drin, so wie es aussieht. Stimmt. Mega Also. komisch aus. Wurde ich nicht ursprünglich mit einem Viereck gekennzeichnet, wo ich bin? Mit so einem großen Viereck, ja. Ja, jetzt wirst du mit einem Punkt angezeigt auf der Map. Genau, wo du bist, oder was? Ja. Lol, ernsthaft? Also, wir nähern uns definitiv PlayerUnknown's an, Freunde. Ah, ich kann auch eine Markierung setzen. Siehst du die oben in dem Kompass? Nein. Okay. Wo sehe ich die dann? Vielleicht sehe ich die dann auch. Das könnte sein, aber ich kann die Map immer noch nicht öffnen, wenn ich tot bin. Ich muss in den Osten. Na, sehen wir das dann in der nächsten Folge, Freunde. Schaltet Ich finde. übermorgen wieder ein. Ciao, Kakao. Ja, Ich finde halt das jetzt gerade echt lustig. Ohne Scheiß. Du kacke, hast diese dich. Laufanimation aussieht. Das Crouchen geht. Also das hier geht Das sieht eigentlich. aber auch irgendwie komisch aus, als würde er so ein bisschen kacken müssen. Gut, probieren wir das hier Das sieht noch. noch am besten aus. Jetzt haben wir ein bisschen durchprobiert. Können wir ja auch Aber mal so machen. läuft er gerade, als wäre der Obermacker so. Er stolziert mehr, weißt du? Vor allem mit jeder Waffe hat er eine andere Laufanimation. Ja, Das das ist macht ja so. Sinn. Ja, klar. Weil die Shotty Ne? hält es ja doch ein Ja. bisschen anders. Wenn du eine Shotgun in der Hand hast, läuft es ja auch anders als. Macht die Einzelschuss oder macht die Mehrschuss? Oh, ich glaube, also der hat auf jeden Fall öfter auf mich geschossen. Nacheinander, ich weiß jetzt nicht. Bei Mehrschuss wird die wahrscheinlich mega verziehen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass du genauso wie im PlayerUnknown's einmal kurz Rechtsklick drückst und in die Ego gehst beim Zielen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das. Und die Minimap halt. Und Aber Scopes.
Und Scopes. Jetzt liegt ja auf einmal so ein 8-fach-Scope. Dann wäre ich mega verwirrt. Mann, ich hasse die Automaten, die machen so laute Geräusche. Hört sich an wie ein Auto. Oder fast. Dieses Laufen, dieses Geräusch, ne? Alter. Das ist so ein mega lautes Trampeln irgendwie. Ich meine, der stolziert auch so, als würde er mega laut trampeln, aber, ne? Muss ja nicht sein. Nee, nicht wirklich. Ich habe halt noch keinen Gegner gesehen. Der erste, den ich sehe, der tötet mich eh wieder. Wird so sein. Ist halt immer so. Safe Call. Alter, und die Sneaker wurden lauter. Erstmal überall hängen bleiben. Irgendwie bewegt man sich auch ein Stück schneller. Oder habe ich nur das Gefühl? Das Spiel ist wieder komplett anders gemacht worden, Freunde. So Na. gefühlt vom Feeling her. Auto. Haben dich gesehen. Ah ja. Ja, die trauen sich nicht auszusteigen. Kann es vielleicht sein, dass man nicht mehr unten ausfahren im Auto aussteigen kann? Das können wir ja probieren, wenn wir mal ein Auto haben. Oh, ich renne extra zwecks der Übersicht hier hoch. Ich hoffe, dass ich nicht falle. Ganz oben gleich. Ciao. Bist du denn safe? Ja, hier bin ich safe. Hier bin ich safe, mein Glaube halt Junge. nicht, dass die Waffe so wirklich auf Distanz ist, ne? Pff, mir auch egal. Treffen kann man mit allem. Ah, kannst du mit einer Shotgun auf Distanz treffen, dann machst du halt nur 1 HP Damage. Da musst du halt 100 Mal treffen. Da ist jemand zu Tode gefallen. Hat's ein Bei wenig der. gehört. Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich laufe wieder runter. War doch nichts Lustiges da oben. Nee, ich dachte mir so, vielleicht sind die irgendwo in der Nähe ausgestiegen. Dass sie ums Gesehen hat Haus er jetzt nichts mehr. ausgestiegen. Nee. Dass sie ums Haus hier irgendwie ausgestiegen sind. Deswegen dachte ich, ja, komm, gehst du hoch. Mit dem rechnen sie nicht so. Hier ist die Tür offen. Hauptstraße ist jetzt auch nicht unbedingt geil. Eieiei. Es fühlt sich halt echt wieder komisch an, das Spiel. Na? Ist halt wieder Gewöhnungssache, aber trotzdem. Besonders irgendwie vorher war das so das Feeling mehr wie H1, wie PlayerUnknown's. Vom Schießen her und so. Und jetzt gerade, ich habe gar nichts getroffen. Kann hier nicht mal ein fahrbarer Untersatz irgendwo stehen? Stehen noch da. Ja, einer, der funktioniert, bitte. Ach so, auch noch Sonderwünsche hier. Das implementiert es irgendwie, den fahrbaren Dein Untersatz. Schlüssel? Nee, aber der hat eine AK für mich. Oh, nice. Nee, der. Nehm ich. Ist gekauft. Was ist denn das? Eine AK. Ja. Ja, jetzt sieht man es auch. Wohin läuft's jetzt wieder? Siehst du Willst du das da hoch blaue los? Ding? Ach so. Was? Ne, hab Sehen ich Sie nicht das gesehen. Fahrzeug nicht? Und du denkst dir gerade noch, Kacke, Kacke, ich will hier weg. Nö.
Ich will zumindest tiefer in die Safe Zone rein. 40 verbleibende Gegner. Erste Safe Zone noch, oder? Ja. Da hatten wir einen Player an uns gestern an der Runde im Stream. Boah, hör mir auf. Apropos, Freunde, Stream. Geht mal auf twitch.tv/gamingninjas und falls /gamingninjas.de und falls ihr Amazon Prime habt, aber euer Amazon Prime Twitch-Abo noch nicht rausgehauen habt, würden wir uns freuen, wenn ihr da uns das gebt. Okay, ich fahr weiter. Die haben sich, glaube ich, gar nicht für dich interessiert. Irgendwie will ich das nicht testen, ob ich jetzt so einfach raussteigen kann. Oh, ich glaube, du kannst es noch. Teste, wenn die 15 Minuten voll sind. Ich weiß nicht, wann die 15 voll sind. Vielleicht sind sie schon. Nee, sind noch nicht. Baum. Naja, hab nach links geguckt, war mein Problem. Da läuft einer. Ja, wo? Da vorn. Nein. Da ist noch einer hinterm Baum. Den meinte ich ja. Ach den? Nein, ich dachte den anderen davor. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Sollte es da vielleicht stehen bleiben, kurz. Ja, aber nur kurz. Ja, im First Aid Kit reinziehen. Die ballern sich da gegenseitig ab da hinten. Ah ja. Ich sehe es. Mein Helm ist weg. Geil. Hm. Hatte ich noch einen bei? Nein. Man sieht die Kugeln besser. Echt? Ja. Er läuft da links. Alter! Ich komm raus und bin One-Shot. Geiler Scheiß. Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.